Katholisch sein, Christ sein heißt für mich Gemeinschaft im Glauben leben. Und eine Weise, in der wir als Christen das tun, und dazu haben wir unsere Kirche, das ist Caritas zu üben. Damit üben wir eine Form der Nächstenliebe in unserer Gesellschaft aus, setzen Akzente, dass wir es ernst meinen mit unserem Glauben. Und ich bin in dieser Kirche und bleibe auch dabei, weil ich mir nicht vorstellen kann, diese frohe Botschaft, dieses Evangelium, ohne dass sie für die anderen in unserer Stadt, in unserem Land spürbar wird, zu leben. In den katholischen Jugendverbänden leben wir unser Christsein in Gemeinschaft. Wir leben christliche Werte ganz praktisch im Alltag und versuchen so, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Und deshalb bin ich gern katholisch. Ich merke, ich bin Teil dieser Kirche. Ich habe diese Kirche nicht. Ich kann die Kirche nicht einfach ausziehen wie ein Hemd und ein neues anziehen, sondern ich kann diese Kirche positiv mitgestalten, damit sie wirklich Gemeinschaft wird. Auch wenn ich da und dort an ihr leide, auch wenn wir auf Schmerzliches blicken müssen und dieses Schmerzliche nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und trotzdem eben mit dem, was wir auch aus der Christusbeziehung, aus der Gottesbeziehung immer wieder neu als Impuls bekommen, aus dem Evangelium, dem neue Gestalt zu geben. Es stimmt, Kirche braucht Erneuerung, aber dennoch habe ich große Hoffnung in Kirche. Wenn man einmal berührt worden ist vom Herrn, dann ist einem Kirche nicht mehr egal. Kirche erlebe ich als Ort, wo ich Glauben kann, wo Glauben weitergegeben wird, wo ich selber angesteckt werde mit Glauben. Und das, was ich glaube, ist, dass wir wirklich diese Erneuerung, den Weg der Erneuerung konsequent gehen müssen durch eine Rückkehr zum Evangelium. Jeder Mensch muss auf die Grundfragen des Lebens, was ist der Sinn meines Lebens, warum gibt es das Leid und den Tod, was ist die Freude und das Glück für mich, Antworten geben. Und ich glaube, dass das Christentum da eine wichtige Antwort, eine gelebte Antwort durch Jesus Christus uns gibt und durch die große Gemeinschaft derer, die in seiner Nachfolge ihr Leben gestalten. Es gibt in unserer Kirche viele Laien, viele Männer und Frauen, die sich in Vereinigungen und Verbänden und Gruppen und Initiativen engagieren, dass unsere Welt besser wird, im Großen und im Kleinen. Und ich bin jeden Tag mit solchen Menschen zusammen und erfahre dabei, dass sie ihr Glaube trägt und dass der Glaube der Grund ist für ihr soziales und kirchliches Engagement in der Welt, in ihrer Stadt, in ihrem Dorf. Für mehr Gerechtigkeit und für mehr Menschlichkeit in unserer Zeit. Wer glaubt, ist nicht allein, sagte schon Papst Benedikt. Und er hat recht. Glauben teilen, aber auch meine Fragen und Zweifeln teilen, das kann ich nur mit anderen. Und erst recht meinen Glauben feiern. Das geht nur in der Gemeinschaft.